Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play The Swapper oder The Swapper. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ja. Wir spielen scheinbar so einen kleinen Astronauten und sind mit einer Rettungskapsel auf einem fremden Planeten gelandet, gegen unseren Willen, wie es aussieht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns mal ein bisschen um. Mit dem linken Stick können wir laufen oder mit dem Digipad. Hier ist nur eine Mauer. Ist alles sehr düster und allein verlassen. Unsere Fußschritte hallen durch den ganzen Planeten. Drücke X, um zu springen. Halte X gedrückt, um höher zu springen. Davon merkt man aber keinen Unterschied. Ach doch. Sehen. Jetzt sehen wir aber nicht mehr, was vor uns liegt. Und das Spiel ist sehr dunkel. Ich glaube, das ist so gewollt. Ich selber kenne es gar nicht so richtig. Das ist also blind. Keine Ahnung, was der weiße Strahl hier bedeuten soll. Wahrscheinlich so eine Art Checkpoint. Ah, wir können den Anzug rufen. Ach ne, den Aufzug rufen, habe ich verlesen. Wir können den Aufzug benutzen. Was steht da? Städte 24. Now entering Theseus Excavation Site 24 on Planet Cori 5. All off-world transport via home teleport at base of installation. All finds property of the Sisyphus Project. Ich habe keine Ahnung, was das Projekt Syphilis ist oder Sisyphilis. Aber wir können uns eine Karte ansehen und leider ist das Spiel auf Englisch, aber wir haben hier deutsche Untertitel. Cori 5, Grabungsstätte 24 sind wir. Der rote Punkt sind wir. Die haben wir unerforschte Loot. Was ist das da? Kommen wir nicht dran. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal. Ja, da geht's nicht weiter. In die andere Richtung. Ich weiß auch nicht, ob das ein Let's Test oder ein Let's Play ist. Ich glaube, es wird ein Let's Play. Muss man dann sehen. Was liegt denn hier auf der Kiste drauf? Liegt da irgendwas? Halte in einem Freiraum L1 oder L2 gedrückt und lasse dann los. Ha? Eine Kopie. Vier Kopien von uns, die alle auf unseren Befehl warten. Was machen wir denn mit denen? Ja, jetzt können wir Kopien von uns machen, aber gleich war ja das leuchtende Ding, was wir gesehen haben. Glitzernde Teil oben hier. Eine Art Schaltplattform. Ja, und dann werden wir einen Klon von uns aufstellen. Können wir die Tür öffnen. Und unser Klon bleibt zurück, aber hat ja auch keinen eigenen Willen. Berühre Klone, um sie wieder aufzunehmen. Aha. Das heißt, hier muss ein Klon drauf und da oben muss ein Klon hin. Wenn wir da jetzt einen Klon draufstellen, dann bewegt er sich natürlich, wenn wir vorwärts laufen. Das heißt, wenn der vorwärts geht, dann... Okay. Springt er da oben und dann sich da draufstellen. Und dann gehen wir weiter. Es können vier Klone zugleich existieren. Ja, das habe ich schon gemerkt. Scheinbar wechselt das Spiel in Zeitlupe, wenn wir Klone erschaffen. Ha, wir können mit dem Datenterminal aktivieren, das ist ja... Oha! Von Cori 5 Grabungsstätte 24 an Theseus Xenotechnologieforschung. Nachricht, wir wissen es zu schätzen, aber die Hälfte meines Teams weigert sich auch nur im selben Raum zu sein, wie einer von diesen Wechselapparaten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ihr Einsatz so weit etabliert, dass es die geforderten Sicherheitsmaßnahmen rechtfertigen würde.
Logbücher. Ein Teil der Karte freigeschaltet. Funk, Uplink verfügbar. Ich weiß nicht, ob es um uns ging, aber wenn es um uns ging, dann wissen die gar nicht, wen die gerade ins All geschossen haben. Teleporter. War das also ein Unfall? Da geht's zu den Teleportern. War das also ein Unfall, dass wir auf diesem Planeten geschossen wurden? Was ist das hier? Erzeuge einen Klon, wechsel mit R1 oder R2 zu ihm. Probieren wir mal aus. Können wir auch wieder da hoch. Und unsere Klone bleiben zurück. Unser Originalkörper. Das ist sehr interessant. Und wirft dann auch zeitgleich die Frage auf, ob da die Klone nur Klone sind oder ob es lebende Wesen sind, wenn wir einfach so wechseln können. Den eigenen Willen scheinen sie nicht zu haben. Mit blauem Licht können in blauem Licht können keine Klone erzeugt werden. Das ist doof. Okay. Wenn wir hier draufstehen, dann geht das blaue Licht aus. Oder dimmt sich zumindest. Das heißt, wir können dann hier einen Klon erschaffen, dann zu ihm wechseln und dann mit der Zeitlupe noch einen Klon erschaffen. Und wir sind gestorben. Gut, dann machen wir es nochmal. Klon erschaffen. Wir sind wieder zurück. Und. Jo. Seltsamerweise ist unser Klon jetzt nicht gestorben. Aber wir haben es geschafft. Rotes Licht blockt die Wechslerstrahlen. Das heißt, wir können nicht in den Körper eines Klons wechseln, solange das rote Licht an ist. Auch hier kein Problem. Und wieder ein Datenterminal. Sam, ich brauche eine Sicherheitssphäre. Ich sitze seit Wochen auf dem Planeten fest. Ich bekomme keine Rückkehrerlaubnis nach Theseus. Kannst du mir helfen? Kim, leider nein. Ich vermisse meinen Mann genauso sehr wie du deinen. Die Mitarbeiter sind hier scheinbar gestrandet gewesen. Und die Minenarbeiter? Oder was auch immer das hier ist. Also nicht um uns. Irgendwer ist hier auch gestrandet. Eine Frau ist hier gestrandet und ihr Schiff ist kaputt. Und sie wartet auf Rettung. Die Rettung kommt aber scheinbar nicht. Oder sind wir die Frau? Das kann auch sein. Aber das glaube ich nicht. Dann gäbe ja der erste Satz nicht keinen Sinn. Grabungsstätte B steht hier auf dem Schild. Ist ganz schwer zu erkennen. Da geht es aber nicht rein, da sind komische Pflanzen vor. Und da geht es zum Teleporter. Teleporter offline. Eine weitere Chiffriersphäre für Zugriff auf Teleporter-Konsole benötigt. Weil die Frage ist, wo finden wir denn so ein Ding? Distanzteleporter ist hier. Bleibt uns ja nur eine Möglichkeit. Dein Datenterminal. Von Kuri 5 Grabungsstätte 24 an Theseus Quarantäne. Wir brauchen hier unten eine schnellere Ablösung. Der letzte Schichtwechsel hatte vor 6 Stunden stattfinden sollen. Stattdessen soll das Team noch mehr Gesteinsproben hochschicken. Alle sind müde. Bitte um Anweisung. Sehr interessant. Die Frau soll zu irgendwas gezwungen werden und sie will es nicht tun. Hier ist überall rotes Licht, aber wir kommen da nicht. Wir erinnern uns, rotes Licht bedeutet, wir können nicht wechseln.
Ups. Da, 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 da. Hoch. Okay, wenn wir da hingehen, dann geht der. Jetzt haben wir natürlich schon alle 4 Klone verbraucht. Das ist doof. Müssen wir es nochmal machen. Wir müssen den einen hier hochschicken. Dann hier hinlaufen. Dann schicken wir hier hinten einen hin. Und wechseln in den. Schicken wir hier oben einen hin und wechseln in den. Und wir haben eine Monogensphäre erhalten. So, das jetzt. Mit dem Monogen. Ah, wir können den Teleporter aktivieren. Sehr, sehr mysteriöses Spiel. Drücke Kreis, um zur Raumstation Theseus zu teleportieren. Teleporter-Funktionsstörung. Sind wir jetzt auf der Raumstation? Das sieht so aus. Aber hier ist einiges kaputt. Warum? Hier ist irgendwas. Oder auch nicht. Teleporter-Funktionsstörung. Willkommen auf der Raumstation Theseus. Okay, gucken wir uns mal auf der Raumstation Theseus um. Hallo? Hallo? Der Stein fragt Hallo? Seltsam. Ganze Karte anzeigen, ja, hier ist nichts. Ja, toll. Wir sind irgendwo im Hangar. Da oben ist ein Teleporter. Da müssen wir scheinbar hin, würde ich sagen. Sektor 2 Forschung. Sektor 1 öffentlich. Haben wir den Teleporter gerufen, den Aufzug jetzt? Ups. Der Aufzug kommt scheinbar nicht. Nee, Aufzug kommt nicht. Wie es aussieht. Ach doch, da ist er. War ich voreilig. Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen der Erkenntnis. Unser Name war ihnen unbekannt. Sie nannten uns Wächter. Soll jetzt heißen, greife Objekte, in denen du dich ihnen zuwendest und Viereck drückst. Die Kiste ziehen und darauf springen. Offsite quarantine procedures engaged. Quarantäneprozedur aktiviert. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Eine weitere Schiffsphäre jetzt benötigt. Wo kriegen wir die denn näher? Gucken wir auf die Karte. Das wissen wir selber nicht. Da hinten ist eine. Können wir die Kiste da reinschieben oder so? Ja, toll. Wenn wir die Kiste auf der anderen Seite reinschieben, dann geht die bestimmt. Dann geht bestimmt eher das andere Tor hier auf. Toll. Ja, ich stopp halt. Das rote Licht verhindert ja, dass wir da durchlaufen können. Aber vielleicht können wir so auf den Schalter gehen. Ja, das geht. Können wir hier einen hin tun und da reinwechseln? Und dann die Sphäre aufsammeln. Manugensphäre halten! Und wir sollen in der Karte
nach zusätzlichen Konsolen suchen, aber wir wissen ja schon, wo eine ist. Die Quarantäne ist deaktiviert. Aber ich will mich nochmal ein bisschen da oben umgucken. Hier sind ja auch Räume, in die wir rein können. Die Welt bildet die Grenze der Gedanken. Die Grenze der Gedanken liegt in der Kette der Zuhörer wie mir. Ich kann nicht sprechen, wenn sie nicht zuhören. Ja, wer hört schon dem Stein zu? Was ist wo? Wie ist wo? Tickt wo? Wir sind uns nur jener bewusst, die Teil unserer Kette sind. Deine Kette liegt in einer Dimension, die wir nicht kennen. Ich weiß auch gar nicht, was das soll hier mit den sprechenden Steinen. Aber sonst gab's da nicht, ne? Ne, gab's nichts sonst. Dann bleibt uns noch eine Tür. Im blauen Licht können wir keine Klone erschaffen und im roten Licht können wir nicht wechseln. Das heißt, ich muss jetzt hier einen Klon da durchlotsen. Da, und dann können wir in den wechseln, weil da ist ja kein rotes Licht. Die Sphäre ist erhalten. Von Theseus Quarantäne an Kuri 5 Grabungsstelle 24. Dem Leiter der Quarantäne ist bewusst, unter welchem Druck sie stehen. Er betont, dass die Gesteinsproben von beispiellosem wissenschaftlichem Interesse sind. Deshalb hat Teleportation der Proben weiterhin eine Priorität über Personaltransport. Aha. Diese Wächter sind scheinbar wichtig. Mal weiter. Attention. Hull breach in Sector 1. Emergency personnel to waste management. Höhlenbruch auf Sektor 1, in Sektor 1. Was haben wir hier? Ein Datenterminal, eine Konsole. Da haben wir 6 Sphären, wir haben 3 und wir haben 2 erforschte Luken. Oh gut, wie kommen wir da jetzt runter, ohne zu sterben? Achso, hier kommen wir einfach so, okay. Lebenswichtige Vorräte. Proviant 4 Tonnen, 179 Tage bei voller Besatzung. Wasser 3000 Liter im Notfallspeicher, 7000 Liter in Wiederaufbereitung. Diverse Forschungsausrüstung 201 Artikel registriert, Ersatzteile 5967 Artikel registriert, Xenoproben und Funde 432 Artikel registriert. Gehen wir mal in die Gärten oder versuchen es zumindest. Ein Stroh. Oh, da war ja jemand. Wer war das denn? Werden wir vermutlich in der nächsten Folge rausfinden. Bis dahin. Ciao.